Hey Leute und herzlich willkommen. Jo. Und wir machen hier gleich weiter bei Assassin's Creed Unity. Und jo, wir spielen Sequenz 7 Erinnerung 1, eine Vorsicht Allianz und wir spielen es hier gleich und ich halte jetzt mein Maul. Wie immer. Ile St. Louis. 1. April. Also? Also. Du warst wohl fleißig. Bei der Suche nach dem Mörder deines Vaters? Ja. Dann viel Glück. Er tötete viele meiner Mitstreiter. Die übrigen haben nun Angst und schweigen. Ich bin ihm jetzt nicht näher als vor 2 Jahren. Ich sah ihn. Was? Wann? Wo finde ich ihn? Ich halte das für keine gute Idee. Er will deinen Tod, Elise. Hört her, meine Was? Freunde. Du willst mich beschützen? Ich will dir helfen. Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Das kann wohl kaum dein Ernst sein. Ich traue den Assassinen nicht. Sie diente 3 Jahre lang heldenhaft an der Front, bis eine Verletzung sie enttarnte. Doch selbst dann hätte sie weitergekämpft, hätte ihre Wunde es erlaubt. Wir alle sollten Ich habe mich nicht verändert. Freiheit und Vaterland zum Vorbild nehmen. Ich bin noch immer derselbe, der den Koch ablenkte, während du den Nachtisch stahlst. Derselbe, der dir über die Mauer in diesen Obstgarten mit den Hunden half. Nun gut. Bring mich zu deiner Bruderschaft. Ich höre mir das Angebot an. Angebot könnte übertrieben sein. Angebot? Was für ein Angebot? Die Bruderschaft hat gar kein Angebot gemacht. Ich bin verwirrt und ich glaube, Anu weiß gerade selber nicht so genau, was er tut. Mann. Ist das eine Templerin? Was hat er vor? Ehrlich. Sie sind etwas paranoid, wenn es um ihre Sicherheit geht. Zweimal rechts, 73 Schritte, eine Treppe herunter, nach links und dann wieder rechts. Habe ich was vergessen? Was hast du nun wieder angerichtet, Pisspot? Die Templer haben ihren Tod beschlossen. Also bringst du sie her? Die Bruderschaft hat Ressourcen und Männer. Schweig! Wie? Wen haben wir denn hier? Ah, Arnaud. Mein Name ist... Um Himmels Willen, nehmt ihr diese Binde ab. Wie lächerlich. Mein Name ist Elise de la Serre. Mein Vater war François de la Serre, Großmeister des Templerordens. Ich will um eure Hilfe bitten. So was hat die Bruderschaft noch nie erlebt. Fahrt fort. Mirabeau? Müssen wir diese Debatte wieder aufwärmen? Wir müssen und wir werden, Meister Kemar. Wenn ihr keinen Vorteil darin sehen könnt, dass François de la Sars Tochter an unserer Schuld steht, bange ich um unsere Zukunft. Fahrt fort, Mademoiselle de la Sars. Ah, jetzt kommt's. Ihr seid niemand, mit dem ich normalerweise verhandeln würde, Monsieur. Doch mein Vater ist tot. Und auch meine Verbündeten im Orden. Wenn meine Rache die Hilfe der Assassinen erfordert, dann ist es so. Verhandeln am Arsch! Das ist ein Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Töten wir sie und schicken ihren Kopf als Warnung zurück! Belek! Genug! Offenkundig sollten wir dies unter uns ausdiskutieren. Entschuldigt uns, Mademoiselle de la Serre. Natürlich. Arnaud, vielleicht begleitest du sie. Ihr beide habt sicher viel zu besprechen. Arnaud, welche Freude! Der Verkäufer immer, Arnaud, welche Freude! Ja, Freude ganz meinerseits. Ja, Arno hat Elise hier in den Orden gebracht und der Orden war natürlich sehr aufgeregt, denn die Templer und Assassinen sind natürlich Erzfeinde. Und
Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll gerade, denn ich meine, eigentlich, ich bin eigentlich Assassine immer hier mäßig. Doch ich finde, Elise ist nicht wirklich eine Templerin, meiner Meinung nach. Also sie ist schon eine, aber sie gehört nicht mehr zum Orden. Das lief etwa so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hab Geduld. Mirabeau wird sie schon überreden. Glaubst du wirklich, wenn die Bauern dir nicht gefallen? Eigentlich sollen wir dir nicht gegen Hände von dir. François-Germain, glaubt ihr, dass ich ein Jäger? François-Germain? Ja. Sein Geschäft ist auf der Rue-Sauber von Baron. Alter! Bis zum. Please! Was macht die denn jetzt hier? Wo willst du denn hin? Leute, ich habe keine Ahnung, wo Warte ich auf mich! Und ich meine das jetzt hier gerade echt ernst. Warte doch! Geh nicht hin, ey! Ja. Darf mir mitrennen? Die Puste geht mir schon langsam aus. Was hast du denn vor? Ich glaube, ich laufe zu schnell sogar für die. Zieht euch das rein. Elise! Oh. Schnell noch Zivilisten geschützt. Ich darf jetzt aber schnell folgen. Warte doch! Was sollte das denn? Arnaud. François Germain war Adjutant meines Vaters. Was? Er wurde aus dem Orden verstoßen, als ich klein war. Ich glaube, es ging um ketzerische Ansichten oder Jacques de Molay, ich weiß es nicht mehr genau. Doch er sollte tot sein. Er starb vor Jahren. Das hat ihm wohl keiner gesagt. Ich würde ihm liebend gern ein paar Fragen stellen. So wie ich. Sollen wir hier einfach so reinspazieren, oder was? Lea! Ist ja klar. Dort war seine Werkstatt. Dann los! Vielleicht war es nicht derselbe Germain. Groß, graues Haar, verschiedenfarbige Augen. Nun, dann war es vielleicht doch derselbe Germain. Hm. Ist wohl niemand daheim. Elise. Sag es nicht. Eine Falle? Eine Falle. Aha! Stirb! Nein. Sieh, wer da ist. Tötet sie! Ernsthaft, weil die ernsthaft, die könnten uns töten. Ich finde Unity ist zwar geil, aber es hat irgendwie nicht so. Es hat schon was mit dem Orden zu tun, aber nicht so viel mit Assassinen, finde ich. Ich weiß nicht warum. Nun, das war äußerst belebend. Oh, genau wie damals Blut. In Marseille. Nur dieses Mal ein bisschen blutiger. Was habe ich gerade gesagt? Hier gibt es nichts. Er muss gewusst haben, dass er auffliegt. Dann ist er wieder entwischt. Vielleicht nicht. Suchen wir weiter. Du musst es Hinweise geben. Verschlossen. Vielleicht könnten wir anklopfen. Jetzt weiß ich auch, warum das nicht zur offiziellen Führung gehört. Arno, schau. Das ist er. Er hat meinen Vater getötet. Sagen wir es Mirabeau. So schnell wie...
Ich übernehme das. Triff mich bei Mirabos Anwesen. Alles klar. Bleib unten. Kannst du sie sehen? In den Fenstern, auf der anderen Seite. Alter, wie kann man hier in Deckung gehen? Alter, bin ich gerade so blöd dafür, oder was? Alter! Ich weiß ja jetzt nicht mehr, wie man hier in Deckung geht. Oh ja, jetzt. Nenn mich Arno the Cowboy. Den schnellsten Colt im ganzen Westen. Und auch diese Mission haben wir geschafft. Bitte. Hier ist Bishop. Hörst du mich? Das war verdammt gute Arbeit. Du hast ihn. François Thomas Germain. Großmeister der Templer und ein Weiser dazu. Oha, ehrlich? Ist er der zweite Weise, der den höchsten Rang der Templer bekleidet. Ein beunruhigender Trend. Bleib bei Arno, bis wir mehr über diesen Germain wissen. Er könnte den Großmeister überlebt haben und uns zu seiner Leiche führen. Bishop out. Also anscheinend ist der Großmeister des Ordens hier ein Templer. Das beeindruckt mich jetzt gerade schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wie wir alle wissen, Weiße sind, naja, neutral. Ja, aber okay, alles klar, auch nicht schlecht. Ich bin jetzt trotzdem sehr ein bisschen überrascht, Leute. Was, hey, hier, ich habe eine Assassinenklinge, pass auf, was du sagst. So, wo ist Mirabos Anwesen? Das ist hier. Ich überlege gerade noch, wollen wir schnell synchronisieren hier? Ja, komm mal, lass machen. Bin ich so. Hey, komm sofort zurück! Nee, ich habe jetzt keine Zeit für einen Dieb. Wir wollen hier noch schnell synchronisieren. Ja, da musst du dir eine Knarre zulegen, gute Dame. Ich meine, was kann ich denn dafür, wenn du hier nicht aufpassen kannst auf deine Sachen? Alles klar, alles klar. Jetzt klettern wir hier erstmal hoch. Naja, wie Ubisoft auch schon bekannt gegeben hat, gibt es ja auch schon bald. Hier dürfen wir uns im Herbst wahrscheinlich wieder freuen auf das nächste Assassin's Creed, und zwar Assassin's Creed Victory. Das spielt in England, aber dazu gibt es noch ein paar Previews. Da unterhalten wir uns noch intensiv drüber. Hier erstmal synchronisieren und dann passt das hier. Alles klar. Jetzt haben wir hier erstmal voll fett synchronisiert. Ups, nee, nicht. Und dann treffen wir uns hier erstmal mit Mirabeau. Sobald ich hier runtergesprungen bin. Und kadusch. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Mal schauen, ob die was machen. Kakpo? Nee, nix hier, okay. Ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich habe hier gerade wieder voll Blackout. Und yo. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ihr könnt natürlich gerne in den Kommentaren Feedback dalassen, ob gut oder negativ.